Wie ihr mit Sicherheit wisst, gibt es für das iPhone regelmäßig Updates. Das Schöne ist, dass Apple nicht nur immer die neueste Generation mit neuen Updates versorgt, sondern eben auch die älteren. Deswegen gilt dieser Tipp natürlich auch eben für das iPhone 4S, das iPhone 4 und teilweise sogar für das iPhone 3GS. Wenn ihr ein Update von eurem iPhone machen möchtet, dann machen das viele von euch mit Sicherheit noch darüber, indem ihr ein Kabel anschließt und dann das iPhone direkt an euren Rechner verbindet und dann über iTunes die Aktualisierung durchführt. Das geht aber seit einigen Versionen auch direkt auf dem iPhone. Und zwar müsst ihr lediglich einmal auf Einstellungen gehen und geht dann auf den Punkt Allgemein und dann auf Softwareaktualisierung. Sollte ein neues Update zur Verfügung stehen, bekommt ihr das hier angezeigt. Wie ihr hier seht, steht hier jetzt ganz aktuell die iOS Version 6.02 in Größe von 51,4 MB zur Verfügung. Das Einzige, was ihr dann machen müsst, ich empfehle euch, seid dabei im WLAN, weil 51 MB über euer GSM-Netz zu laden ist natürlich ziemlich groß. Einfach nur einmal auf Laden und Installieren klicken, die Geschäftsbedingungen akzeptieren. Dann sagt er nochmal zur Sicherheit, um Batteriestrom zu sparen, schließen Sie das iPhone beim Laden des Updates an einer Steckdose an. Ich habe jetzt allerdings noch 96% Energie, deswegen mache ich auch so weiter. Und dann wird auch schon beginnen, hier das Update von den Apple-Servern runterzuladen. Ich habe eine relativ schnelle Verbindung, deswegen funktioniert das auch wirklich sehr, sehr schnell, wie ihr hier seht. Und das Ganze funktioniert ohne mein großes Zutun. Sobald das Update komplett heruntergeladen ist, wird sich das Handy einmal ausschalten und das Update wird dann installiert. Ihr seht dann wahrscheinlich eben einen Ladebalken und könnt dann das iPhone dann relativ schnell wieder in Betrieb nehmen. Ich warte jetzt einfach mal kurz ab, um zu sehen, wie schnell das Ganze geht. Die Installation von iOS 6.02 beginnt in 7 Sekunden, anschließend wird Ihr iPhone neu gestartet. Ich kann direkt auf Installieren klicken, weil ich nicht länger warten will. Er überprüft noch einmal das Update und schaut nach, ob denn die Datei, die er heruntergeladen hat, soweit in Ordnung ist. Es dauert einen Moment. Und wird dann das iPhone komplett neu starten und das Update installieren. Das iPhone startet nun neu. Und wie ihr es vielleicht von früheren Updates kennt, werden wir jetzt gleich wahrscheinlich den Fortschrittsbalken sehen. Das war's auch schon. Nun ist mein Handy wieder bereit, das neueste Update ist installiert und wir sind wieder ready to go. Viel Spaß beim Ausprobieren!